Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Expedition Zero. Und ja, so Zero wie wir sind, fast wie Cola Zero, würde ich sagen, wir wollten mal gucken, was da hinten ist in der letzten Folge. Sind wir grandios erfroren? Ich hoffe, das passiert uns nicht nochmal. So, hier scheint ein Weg zu sein. Und wir haben am letzten Mal diesen Heinz, der da im Baum am rumhängen ist, erschossen. Ich hoffe, der lässt uns jetzt erstmal ein bisschen in Frieden. Und wir sind immer noch auf der Suche nach den Spuren für den Händler. Ich fühle mich irgendwie... Ich weiß nicht, was das ist, was das macht. Kann ich das nochmal ausrüsten? Okay, jetzt verstehe ich. Feldkitchen, lol. Alter! Habe ich mich jetzt erschrocken? Bruder, geh mal weg! Ah, okay, ich muss das benutzen. Dann sag das doch. Was hast du denn hier? Ein Drucker. Ich muss das Teil benutzen. Jetzt in Folge 3 komme ich erst darauf. Mann, ich bin doch schon wieder so durch den Wind, wie immer. Medizin. Das zeigt uns also an, wo wir hin müssen oder wo wir lang müssen. Gibt es hier irgendwie was zum Aufwärmen? Holz scheint immer mit. Wo ist denn das? Wie kann ich das Gerät denn ausrüsten? Warte mal. Drei. Vier, okay, vier. Signal gefunden. Okay. Ich wärme mich mal eben auf. ...75 Meter. Aber gerade waren wir näher dran, ne? 48 Meter. Jetzt die Frage. Warte mal, ich gehe mal raus. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Richtung. Geht das automatisch? Okay, die Richtung ist super. Hängt da einer? Wir kommen der Sache näher. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Erstmal Holz mitnehmen. Was muss ich denn machen? Es scheint ja irgendwie hier zu sein, aber... Ja, Freunde, wo ist denn hier eine Probe? Wie kann ich denn jetzt eine Probe mitnehmen? Anomalien in einem bestimmten Bereich lokalisiert werden können. Eine Anomalie ist das, ach so. Ich dachte, dadurch finden wir die Proben. Also doch keine Proben, verdammt. Ich habe mich jetzt schon gefreut, ich habe gedacht, damit finden wir irgendwelche Proben oder so. Na, das Bild ist ja auch allerliebst. Ja, jetzt die Frage, was summt hier so und was können wir hier machen? Okay. Hier ist auf jeden Fall einiges los gewesen. Aftershow-Party. Was ist hier? Nochmal Munition, nice. Kleiner Koffer, Munition. Nehmen wir alles mit. Wir müssen nur aufpassen wegen Wärme, ne? Ah, hier. Gerade noch von gesprochen.
Würde ich mal eben uns warm machen wieder. Das war ein komisches Geräusch, alter Schwede. Wow, wow, wow. Also findet man quasi mit dem Detektor Anomalien, aber wir brauchen ja Proben. Was war denn nochmal das Ziel? Der Händler hat mich gebeten, die Gegenstände zu finden, die eine Verbindung zum gefährlichen Monster haben, das die Mowgli-Wald umherstreift. Wenn ich den Gegenstand finde, muss ich eine Probe davon schicken. Ich muss einen Gegenstand also finden, oder muss ich jetzt eine Probe finden? Das ist ein bisschen verwirrt. Und warum leuchtet hier alles rot, die Kerzen und so? 4 von 5 Kerzen. Na, das ist ja ganz toll. Ob das so eine gute Idee ist, Kerzen zu löschen? Ich halte das für sehr bedenklich. Oh, bitte was? Ja. Nein, ich wollte eigentlich nicht, und zwar, ich wollte die Kerze löschen. Formt sich jetzt da ein Monster? So, warte, da drin war, glaube ich, nur eine. Da fühle ich mich sicher im Bunker. Hier in diesem Bunker. Hier ist bestimmt sicher. Bei so einem kleinen Kinderbettchen. Uff. War doch richtig. Heißt, sind wir jetzt fertig? War es das jetzt? Anscheinend schon. Wo war das Feuerfass? War das hier? Ja, hier. Mal eben schnell aufwärmen. Es brennt noch. So, mal eben kurz gucken. Ziele, finde Proben. Okay. Wir müssen also wahrscheinlich... Okay. Wir müssen weitersuchen. Die Frage ist, in welche Richtung? Okay, 60. 67? Da wird's mehr, ne, oder? Ja, okay. Bitte was? Ich sehe nix. Ich muss weg. Konnte ich irgendwo meine Batterie aufladen? Was war das denn für komische Geräusche? Okay, die Richtung sieht gut aus, glaube ich. Ja, die Richtung sieht gut aus. Okay, alles klar. Was war denn das? Alter! 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 Hua, hua, ha, hua! Wo ist er? Hör, der soll abhauen! Ich glaube, wir haben ihn getroffen. Ich weiß nicht, ob er weg ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er weg ist. Ist das der Bunker? Dann würde ich gerne mich noch einmal aufwärmen. Alter. Und vielleicht ein bisschen heilen? Alter Schwede. Der kleine Schlingel. Der soll mich in Ruhe lassen. Ich mache ihm einen Herd an und dann geht's mir wieder gut. So. Ha, hm, ha, ha, schön warm. So, das heißt also, wir müssen jetzt, ich schätze, die Richtung, ne? Wahrscheinlich wird es die Richtung sein. Gut, aufladen war, glaube ich, im Keller. Das machen wir mal eben. Die Batterie, dass wir die wenigstens voll haben. Oh nein. Was ist das? Oh, hier liegt noch Munition. Ist der in der Nähe? Weil wir gerade so Flimmern auf den Augen haben? Ich glaube, der ist in der Nähe.
ist der. Du kannst mich mal. Wo ist der? Kommt der hier rein? Ich hoffe, der kommt hier nicht rein. Geh weg, Mann! Du stinkst nach Magie! Spawnpunkt festlegen. Ist wahrscheinlich keine gute Idee jetzt hier, oder? Regal? Das ist ja süß. Okay, wir haben ihn also anscheinend noch nicht weggehauen. Und er stürmt halt gerade dermaßen. Wir müssen, glaube ich, die Richtung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich würde ihn gerne einmal wegknallen. Na, ich knall ihn einfach weg, weißt du, verstehst du? Das Problem ist, bei dem Sturm siehst du halt nichts. Also siehst du auch nicht, wo er ist. Fuck. Vielleicht ein bisschen abwarten, bis der Sturm sich verzogen hat. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Ich würde einfach mal schlafen, komm. Ich zieh mich aus und dann... Du hast halt unruhigen Schlaf. So, ist der Sturm weg? Nein. Haben wir überhaupt geschlafen? Wird's denn hier überhaupt mal Tag oder so? Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Wird's mehr oder weniger? Es wird mehr. Ja, hier wird's weniger. Okay, hier lang. Ich hoffe, der ist weg. Ich sehe nichts. Hilfe. Huch. 31. Vielleicht hier lang. Wo bin ich denn hier? Was hier lang? 42, warte mal. Okay, ich glaube, hier wird's weniger. Was ist das denn? Okay. Ja, ist ja gut, Petrus. Beruhig dich mal. Ja, wir kommen der Sache näher. 26? 32? Hä? Oder ist es hier unten? 18? 16? Hä? Okay, es ist auf jeden Fall die Richtung hinterm Haus. Okay. Oha. Alter. Unser Schlitten ist hier. Ich glaube, wir haben ihn getroffen. Der ist schon creepy. Der ist schon so ein bisschen... Wir sind auf jeden Fall richtig, glaube ich, mit der Anomalie, oder? Da wird's mehr. Hä? Hier wird's weniger jetzt? Der ist doch hier, oder? Ich höre ihn doch. Wo ist er? Komm her, du Hund! Alter, der geht mir auf den Sack, ne? Aber dermaßen. Der ist schon wieder da. Wo ist der?
schieß. Ich sehe ihn halt nicht, ne? Komm her, ich mache aus dir Hackfleisch. Weil so kann ich in Ruhe nicht die Anomalie suchen. Weil wenn er uns angreift, ist echt blöd. Oder ist er die Anomalie? 23? 24? Ist es hier drin? Nee, ne? 25? Hä? 25, 4? Ich geh mal hier lang. 24, 17? 26, hä? Ich verstehe das Gerät nicht. 29? 24. Ich gehe jetzt einfach mal so einfach weiter. 23, 17? 22? Okay, die Richtung ist auf jeden Fall richtig. 22, 65? 22, 81? 23, 46. Es wurde mehr. ...22,91... ...22,1... ...22,66... Hä, es wird wieder mehr. Die Richtung? Die Richtung? Hä? Ich verstehe es nicht. Hä? Auf jeden Fall ist der Baumkletterer weg. 24. 28. 32. 33, wenn ich hier lang gehe. 32. 31, jetzt wird's weniger. 34. Oh, fuck. Ich habe gar nicht auf meine Kälte geachtet. Scheiße. Okay, das mit dem Gerät ist noch mehr mega weird. Ja, ist doch gut. Feuer. Feuer anmachen. Oh. Müssen wir ein bisschen Holz hacken, ne? Ah, hier auf der 3. Okay, ich mach mal Licht aus, um ein bisschen Akku zu sparen. Alter, das ist aber... Huiuiui. Wir haben jetzt nicht so viel geschafft, ne? Ach, schön am Feuerchen aufwärmen. So. Und die Proben haben wir immer noch nicht gefunden. Gut, wir haben eine Probe, glaube ich, gefunden, wenn es richtig war, diese Anomalie. Anomalie. So, jetzt Holz hacken. Damit wir ein bisschen Holz haben. So, einmal Holz hacken, bitte. Oh, you kid. So, zack. Damit wir wenigstens ein bisschen was haben. Und nochmal. So, und how you get? So, alles mitnehmen. Dann haben wir erstmal ein bisschen was. So, jetzt nochmal hier mit dem Gerät testen. Ich probiere es nochmal aus, jetzt in die Richtung zu gehen hier. 26, 14. Die Richtung wird's weniger. Jetzt wird's wieder mehr. Hä? 38, 71. Wenn ich die Richtung gehe. 52. 55. Hä? 61. Hä? Ich schnall das nicht.
Oder müssen wir einfach zurück? Oder müssen wir jetzt mit den Proben einfach zum... Weil wir haben ja eine Probe... Ich reiß jetzt einfach mal zurück. Ich reiß jetzt einfach mal zu dem Typen hin. Mal gucken, vielleicht sagt er ja, ist in Ordnung. Ja, wir haben ja eine Probe gefunden. Oder müssen wir immer noch eine Probe finden? Finde Proben. Hauptziel. Nö, anscheinend sind wir da noch nicht weiter. Landen wir jetzt wieder am Anfang? Oder sind wir jetzt am Bunker? Ah, nee, Spawnpunkt müsste jetzt der Bunker sein, oder? Ah, okay, ich verstehe. Was? Ist der Zombie jetzt gespawnt? Ernsthaft? Ist der respawned? Lol. Ist einfach respawned. Boah, der stinkt. Boah. Oh, Moschus hat der wahrscheinlich drauf. So, wir müssen unbedingt unsere Dings laden. Unsere Lampe. Es ist auf jeden Fall ein bisschen heller. Das ist schon mal gut. Da können wir gleich nochmal das mit dem Dings ausprobieren. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich tanke nochmal eben schnell. Huch. Was ist denn jetzt? Ich kann die Maus nicht mehr benutzen. Meine Maus. Oh, ich glaube. Oh nein. Ich glaube, meine Maus ist der Akku alle. So. Ich glaube, auf meine Maus war der Akku alle. Das ist ja blöd. So. Ich würde nochmal eben schnell hier die Batterie aufladen von unserer Taschenlampe. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter mit Expedition Zero. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht doch nochmal die Anomalie oder die Proben finden. Also, bis dann. Tschüss.